So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe. Die Bullen sind weiter am Drücker und drängen einfach nach oben. Das ist jetzt hier die Kernaussage. Denn der DAX zum Beispiel, ja, würde am Montag bzw. am Wochenende dann im Prinzip so analysiert. Erste Bewegung sollte hier enden etwa bei 10.600 Punkten. Ich mache es auch ganz groß. Und die zweite Bewegung dann hier oben an der Gap-Kante. Natürlich hat diese Gap-Kante hier von mir aus auch noch ein, zwei Punkte höher, wo es dann da wirklich die reguläre war. Für mich waren das noch ein paar andere Punkte. Durchschnittslinie und nichtsdestotrotz ist jetzt einfach das Ziel erreicht worden. Gleichzeitig, ja, hat auch hier natürlich der Hang Seng das Limit getroffen und auch die Zielzone. Und im Prinzip, ohne dass jetzt hier das Hauptsignal ausgelöst worden ist, auch der Nikkei. Wenn hier noch ein neues Hoch kommt, ja, vielleicht touchiert der wirklich noch der EMA 200 und fällt dann ab. Also wie gesagt, das Limit, das Signal muss man jetzt hier nicht direkt handeln, was ich auch ja hier schon erwähnt habe. Der Einstieg fand hier unten ja statt. Also entweder ist man schon vorinvestiert, genauso wie ja mit vielen Werten. Jetzt ist definitiv eher die Zeit, ja, auszusteigen oder vielleicht eben, aber das ist wirklich zu riskant, noch antizyklische Shorts einzugehen. Aber ja. Die Linie hier im Heidelberg Zement auch getroffen. Also es sind viele Werte am Limit. Heute Morgen habe ich ja noch die Daimler oder die BMW gezeigt. Die habe ich jetzt hier gar nicht mehr. Was auch noch auffällig ist, ist natürlich jetzt hier die Apple-Aktie. Kurz erwähnt, das wurde vor den Apple-Zahlen veröffentlicht. Der Absacker ging hier runter. Vielleicht ein kleines Stück tiefer, der Stopp lag aber hier und dann die Kursziele waren dort benannt worden. Also auch hier alles exakt in den Bereich, in den gewünschten Bereich reingelaufen und ja, hat natürlich die Chance, hier nach oben noch weiter auszubrechen. Short-Signale sind es nicht, Warnsignale vielleicht, aber eben noch keine, ja, handfesten Short-Signale. Aber eben Hinweise, dass vielleicht wirklich die Bewegung zu Ende ist. Aber da muss eben nicht nur einer auf den Verkaufsknopf drücken, sondern viele. Und solange halt der Markt nach oben läuft, ja, kann der noch sich, sag ich mal, hier ja, beliebig nach oben fortsetzen. Das ist jetzt nur ein Hinweis. Aber wie gesagt, die Handelssignale waren natürlich schon weiter unten. Ne? Kann man alles hier in dem Stream nachlesen, wo überall die Setups entstanden sind. Also das waren wirklich hier, ja nicht 100, aber 30, 40 Stück. Seit der Markt nach oben läuft, sind alles eigentlich Kauf-Buy-Signale, also Kauf-Setups gewesen, bis auf gestern und nicht gestern, am Freitag waren Short-Versuche im DAX und im S&P, die dann natürlich schief gingen, aber eng abgesichert wurden. Was jetzt ausgeführt worden ist, ist hier das australische Dollar, der kanadische Dollar. Gib mir hier auch vielleicht für die neuen Zuhörer, hier werden die Pfeile vorher gekennzeichnet, bevor die Bewegungen waren. Und so sieht es dann ja, im Prinzip nachdem das Währungspaar jetzt diese Bewegung gemacht hat, aus. Der Pfeil bleibt halt hier. Kauflimit erreicht. Wie gesagt, alles klappt natürlich nicht. Ich versuche, dass vieles klappt. Die Frequenz wurde in den letzten Wochen nach unten geschraubt. Die Trefferquote ist noch erhalten geblieben. Ein Grund, wieso die Frequenz nach unten geschoben worden ist oder nach unten gesetzt worden ist, hat es natürlich auch dem Markt geschuldet. Es gibt halt nicht mehr so viele schöne Setups, die ja eindeutig, jetzt ist vielleicht der falsche Eindruck, aber die erfolgsversprechend sind. Analytisch, technisch passt vieles noch, da würde auch hier das Gold reinpassen. Erwähnt hier unten die Kaufzone, wäre für mich eben erst hier,
womöglich beendet gewesen, aber wenn man hier die Kerzen sieht, war natürlich kein Signal. Hier war das extra, wie oft erwähnt, nur auf Schlusskursbasis, also nichts aktiviert. Dann wäre natürlich hier ein Warnsignal, das ist jetzt hier Bestätigung des Dings gewesen. Dann habe ich hier wieder erwähnt, über 1340 kann ich hier einen Rücklauf geben, eventuell eben dann auch das Signal ausgelöst wird, aber wie gesagt, hier sieht man es eindeutig und wer die Videos gesehen und gehört hat, ist natürlich da nichts aktiviert worden, sondern der Lauf und wie der Pfeil hier signalisiert war, von mir aus einen halben Dollar höher, aber dann war es auch hier schon zu Ende und da kam der Rücklauf. Jetzt sieht es natürlich aus, als würde es hier unten wieder weitergehen, aber ich setze so wenig Pfeile wie möglich, aber wenn es halt dann doch 50-50 ist, muss ich natürlich was erwähnen. Sonst sieht man ja auch, ja wie gesagt, die Stammzuhörer kennen es ja, es gibt eigentlich meistens nur ein Pfeil und keine Alternativpfeil, damit man eben auch die Leser hier nicht verwirrt. Oder hier gibt es auch nur einen Pfeil, gibt es kein Alternativszenario. Dann. Manche sagen, ohne ein Alternativszenario ist es keine gescheite Chartanalyse, aber ich sehe es anders und nicht. Egal, jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt und konzentriert man sich wieder auf die Analysen. Also hier ist was aktiviert worden, habe ich auch nochmal geschrieben, in den Bereich rein, knapp darunter gefallen. Gut, im Idealfall war es das auch, es darf aber natürlich auch noch temporär runtergehen. Hier sieht jetzt die Lage natürlich ein kleines bisschen anders aus. Das ist jetzt hier im Prinzip aktiviert. Wenn man jetzt vielleicht eingestoppt ist, kann man ja auch vielleicht jetzt wieder aussteigen, weil die Kerze ist jetzt mal natürlich nicht so prickelnd, aber erstens ist die erst nur eine Stunde alt. Also wenn jetzt die Kerze etwa so bleibt, dann ist es ja nicht signifikant überschritten und auch nicht mal über das Hoch. Aber für mich war hier eher die Zone, die ich schon damals als Unterstützungszone hier eingezeichnet habe, habe ich die eben auch beibehalten als Widerstandszone. Vielleicht ist es auch wieder unglücklich eingestoppt, beziehungsweise einfach das Währungspaar passt da nicht. Ja. Das andere hier, australische Dollar, kanadische Dollar, hat eigentlich im Prinzip alles gepasst. Dann hier auch die Short, die Aufwärtsbewegung, nochmal die Aufwärtsbewegung. Manchmal findet man ein paar, was einem wirklich zu einem passt und manchmal kann man vielleicht im Nachhinein, hier zum Beispiel war eben auch der Abwärtstrend eingezeichnet gewesen, hätte man abgewartet, bis der auf Schlusskursbasis gebrochen wird, dann wäre es ein Kaufsignal. War aber nicht, da ist man zu früh rein und war ein Fehlsignal bzw. ein Fehltrade. Hier kann es jetzt vielleicht auch so laufen, das ist jetzt, egal wie hoch ist jetzt, hier ist es 1, ist es aktiviert und muss man schauen. Stopp ist ja ein bisschen weit runter, ist ja nicht zu eng, aber im Prinzip sollte man jetzt hier auf die Unterkante nicht mehr schließen in dem 4-Stunden-Chart. Kleiner Exkurs für den DAX. Gibt's wirklich nichts Neues. Bleibt die Wochenkerze so, ist die natürlich bullisch. Und absolut noch keine Schwäche zu sehen. Das war's. Danke fürs Zuhören und morgen früh wird es ein bisschen verkürzten Tag geben. Morgen noch ein Video, dann ein, zwei Kurzchecks und am Nachmittag werde ich nicht zugeben sein und erst am späten Nachmittag bzw. Abend wieder anwesend sein. Ich wünsche dann allen, die morgen vielleicht nicht die Zeit haben, das Video anzuhören und zu sehen, schon ein schönes Wochenende.